Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder einschaltet zu einer weiteren Folge Nightingale mit eurem Erik Vikingson und natürlich mit unserem Grandelbart. Dem ist schweinekalt, es ist auch Nacht hier. Ich habe jetzt schon mal den Rückreisemove hier angegeben. Wir werden nicht mehr zum Essenzhändler gehen. Das ist jetzt too much. Ich glaube, das wird auch dann dem Grandelbart und der May einfach zu kalt. So, wir werden jetzt gleich irgendwann teleportiert. Ich nehme jetzt noch so ein bisschen mit, was geht. Wir haben ja auch einiges gekauft. Und wenn wir irgendwas wollen, können wir jetzt sagen, komm, wir gehen noch mal kurz hierher. Gehen zum Essenzhändler und dann ist gut, wisst ihr? So, da sind wir schon weg. Dann können wir jetzt erstmal pennen gehen. Dann werden wir heute erstmal unsere Werkbänke neu aufbauen, die wir jetzt alle bekommen haben. Das waren ja 3 oder 4 Stück, glaube ich, die wir haben. Und da werden wir mal reingucken. Also es gibt ja jetzt mittlerweile Zauber. Das Update ist ja rausgekommen. Das hat man ja letzte Folge schon durch. Wir gehen jetzt aber erstmal pennen. Dann räumen wir alles weg. Und dann gehen wir zu Frau Sasse. Das wird ganz cool. Mal gucken, was die uns sagt. Ja. Ansonsten, ne? Wir haben ja viel erfahren. Haben auch viel gelernt. Wissen jetzt, dass wir auch mit Herzschüssen richtig Damage machen oder auf den Kopf. Weiß nicht, warum das vorher nicht ging. Vielleicht ist das auch eher eine Mission, weil ich bin der Meinung, ich habe schon einige Kopftreffer gemacht. Aber okay. Vielleicht haben wir es jetzt auch erst gelernt. Keine Ahnung. Vielleicht kommt das auch mit dem Update jetzt rein. Also, gucken wir mal. Wir sind auf jeden Fall schon über unserem Haus, denn wir hören jetzt schon den Transmitter. Den werden wir übrigens morgen, also in-game morgen, auch eine neue Karte spielen. Da werden wir uns mal gucken, welche wir haben. Ich wäre so dafür, dass wir vielleicht die Schatzkarte machen. Oder dass wir die Möglichkeit haben, schneller herzustellen an unseren Werkbänken. Da haben wir ja auch eine Karte. Weil ich denke, wir werden jetzt einiges bauen müssen. So, das wäre jetzt schön, wenn wir jetzt dann auch mal daheim wären. Ja, so weit war es ja gar nicht. Kann ja gar nicht passen. So. Wenn Sie zu lange im Sumpfwasser stehen, laufen Sie Gefahr an, Sumpfseuche zu erkranken. Das kennen wir ganz gut. Das ist uns nämlich schon passiert. So. Zurück in der Heimat. Ah, es ist herrlich. Guck an, du. Wie spät haben wir es denn? Ist schon wieder Tag jetzt? 0:28 Uhr. Pass auf, ich werde das schnell verräumen hier. Gleichwertiges zu gleichwertigem, ne? Das kennen wir ja so. Wir haben bestimmt noch irgendwie Holz hier. Oder? Nee, haben wir nicht. Gut, Stein. Stein, Stein, Stein. Leute, echt jetzt? Okay, hier oben haben wir die Erze. Die können wir jetzt schon mal raus tun. Dann haben wir hier die Barren. Die können weg und die können weg. Muss nur kurz gucken, was haben wir denn hier? Schwefel, okay. Tierfasern, Tierfell. Zack, 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 zack. Da haben wir nichts gehabt. Das war klar. Knochen und Chitin. Ist auch weg. Wäre schon irgendwas mit Schwefel? Ah, da ist sie doch, unsere Gude. Ja, guck mal. Tatsächlich hier. Ja. Wo ist der Schwefel hin? Ja. Was haben wir hier? Mehl. Okay, das kommt hoch in die Dings. Das ist Farbe. Das habe ich auch irgendwo, bin ich der Meinung. Ja, ansonsten ist eigentlich alles noch für oben. Hier haben wir noch Flaschen. Glas. Glas, Glas, Glas. Ich war der Meinung, ich habe irgendwo auch Glas. Tinte, Pergament. Nee. Ich war der Meinung, ich habe irgendwo auch Glas. Schwarzpulver, Salz. Da können wir da Mehl dazu machen. Hier, Glas, guck an, du. Und Farbe, ne? Ja. Zack und zack und zack. So, Püppi. Warte mal. Noch nicht hochgehen. Hey. May, May. May, du hast noch Holz einstecken. Und Steine. Oh, 78 Holz. Das ist natürlich mega gut. Ja, da haben wir richtige Probleme, ne? Bin ich fast schon gewillt zu sagen, ob ich nicht aus dem Holz, aus der Hälfte. Warte mal. Ja, das kann rüber. Das kann rüber. Und aus der Hälfte. Machen wir mal 20, 27, 25. Bestätigen. Jetzt hat es nicht geklappt. Oh, Leute. So, 25. Dass wir aus den 25, die wir uns jetzt hier rübernehmen, dass wir da jetzt sagen, so, pass auf, da machen wir uns jetzt nochmal Bauholz. Und dann geht's ins Bett. So, der Sägetisch. Bauholz. Guck mal, wie geil. Warteschlange. Auch neu. Und einmal 45 mal.
Und so viel? Ja, ist egal, wir werden es brauchen, aber nimmt der jetzt doch jetzt aus den Kisten? Wäre ja krass ohne Ende. Gleichwertiges. Hier haben wir die Talismänner. Da oben haben wir Flaschen, klar, müssen wir reinpacken. So, was haben wir hier? Gleichgesinntes oder gleichwertiges. Da sind nochmal Talismänner drin. Dann gehen wir kurz an die Lebensmittelkiste. Fleisch und Fleisch. Da können wir uns eigentlich so gut wie bald Fleisch wieder abkochen. Pilze. Und dann haben wir Seeds und den anderen Kram und dann geht's ins Bett. Dann sind wir nämlich einmal aufgeräumt und das finde ich ganz gut. Was haben wir denn hier eigentlich für Seeds gefunden? Aloe Vera. Aloe Vera, da haben wir einiges. Von der Aloe. So, das war's. Ab ins Bett. May, komm, los. Zack ich jetzt hier. So, sehr schön. Sehr, sehr gut. Wunderschönen guten Morgen. So, Hunger hat er. Der Gute. Jetzt hab ich hier auf der neuen sitzen. Was Leckeres. Nein, bei uns. Oh, das ist aber richtig. Wow, das ist ja richtig gutes Food gewesen. Da lecken sie mich am Arsch. Wie sieht es denn eigentlich aus mit. Wie war man da drin? Ne? Ja, genau. Sag mal, May. Weißt du, so manchmal. Bin ich auch der Meinung, dir vielleicht mal wehtun zu müssen. Wenn du hier uns alles wegmachst. So, automatisch befüllen. Dreimal ablassen. Hallo? Der nimmt das jetzt aus den Dingern hier raus, Leute. Seht ihr das? Guck mal. Oh, wenn er das bei allen so macht. Da muss ich dann aber auch mal jetzt aufpassen, dass wir uns jetzt hier nicht... Was ist denn das hier? Dass ich uns hier jetzt nicht eine mega fette Baustelle aufbaue, ne? Jetzt hat er dann halt das doch rausgenommen. Alter, was geht's los? Hier, warte mal, wir müssen jetzt mal kurz hier aufräumen. Eieieiei. Haben wir alles genommen? Ja, so, pass auf, was bauen wir? Wir stellen erstmal auf. Das Neue, was wir gelernt haben, Verbesserungen. Ne? Und zwar verbesserte Textilstation. Platzieren. Das ist die verbesserte. Jetzt lass mich mal kurz gucken. Wir konnten doch irgendwie mit X genau entfernen oder bewegen. Ich will es jetzt kurz dahin stellen. Ja. Platzieren. Schafft. Alles, was verbessert ist, machen wir natürlich hin. Dann haben wir verbesserte Steinmetzwerkbank. Das ist die hier. Packen wir jetzt auch mal dahin. Also die ist es nicht, sondern das ist die, die wir jetzt ersetzen müssen. Platzieren. Hier, die sieht auch nice aus. Dann haben wir die verbesserte Mörserstation. Haben wir noch gar nichts mitgemacht, ne? Und dann packen wir das weg hier. Machen die verbesserte Mörserstation hin. Die sieht natürlich absolut verschärft aus. So, dann haben wir die Gerberstation. Das ist hier. So, und dann gehen wir zur Frau Sasse. Oh, die sieht natürlich alles jetzt schon super geil aus, ne? Und wie soll ich sagen, so richtig auch cool. Wir werden halt viel brauchen jetzt, wenn ich das jetzt so sehe. Wir haben alles, was verbessert ist, ne? Die Feuerschale. Da kommen die hier weg, die zwei. Dann würde ich sagen, dass wir eine definitiv abreißen können. Und zwar mit C, ne?
Zoom ich beide weg. So. Dann stellen wir uns nämlich jetzt mal neu auf hier gleich. Oh, die sieht super gut aus. Fällt mir sehr, sehr gut. Und dann haben wir mehr nicht, ne? Gut ausgeleuchtet. Okay. Ansonsten ist alles noch einfach. Sehr cool. F. Ressourcen automatisch einfügen. E. Ressourcen automatisch hinzufügen. Das ging nicht. Aus dem Inventar. Okay, es geht auch nicht. Also hier geht es nicht. Aber das ist schon mal okay. Oh, wir werden einiges herstellen müssen, Leute. Ich glaube aber, ich bin froh, dass wir es noch nicht abgerissen haben. Weil ich denke, wir werden hier einiges bauen. Jetzt würde ich aber echt mal angehen, dass wir jetzt sagen, so, jetzt geht's zur Sasse. Und hier mache ich nochmal einen gleichwertigen kurz. Und auch alles weg haben. Zack. Ja, wir haben jetzt auf jeden Fall Material. Los, auf geht's. Auf geht's. Jetzt bin ich mal gespannt, ey. Wir können auf jeden Fall einiges bauen. So. Frau Sasse, wir haben keine Zeit. Wir haben richtig Stress. Es geht nämlich jetzt voran hier. Der Jakob auch was Neues hat. Du Jakob. Steindach. Ach nö. Wasserflasche, uninteressant. Leder könnten wir jetzt bei ihm kaufen. Okay, das ist auch neu. Rüstung. Hallöchen, Sässchen. So, Püppi. Ah, sie schon wieder. Immer ein Vergnügen. Ja, ja. Wollen Sie handeln oder sind Sie bloß zum Reden hier? Ich bin sicher, Sie haben viel erlebt. Davon würde ich sehr gerne hören. Ich fand den Gesetzeshüter, an dem Sie so interessiert waren. Oh, das ist ja sehr aufregend. Haben Sie seinen, einen Namen für mich? Ja, na klar. Er trägt den Namen Buzz Reeves. Reeves, hm? Das klingt aber eh... Naja, da klingelt es. Aber ist egal. Was ich wirklich liebend gerne wissen würde, ist... was er in den Welten zu schaffen hat. Oh, wow. Ich sage, ich bin ehrlich. Wir sind voll ehrlich jetzt. Komm, scheiß drauf. Er jagt ein Mitglied der 40 Elefanten. Das geheime Entwurfsdokumente von den Kalkularien gestohlen. Genau wie ich es mir dachte. Oh, das ist ausgezeichnet. Ich muss meine Augen und Ohren offen halten. Doch hier entwickelt sich eine ganz wunderbare Geschichte. Und wir haben gewissermaßen einen Platz in der ersten Reihe. Sie haben mir hier einen guten Dienst erwiesen und das werde ich Ihnen nicht vergessen. Ich bin gerade erst vor der Katastrophe geflohen. Wissen Sie, was auf der Erde passiert ist? Das brauchen wir jetzt nicht, das müssen wir jetzt schon. Haben Sie in der letzten Zeit Gerüchte gehört? Immer. Haben Sie etwas Bestimmtes im Sinn? Nö. Jo, das war's, ne? Oh, May. Wir müssen jetzt unsere Ausrüstung definitiv, jetzt müssen wir leveln, Leute. Aber jetzt geht die Arbeit richtig los, glaube ich. Und jetzt müssen wir erstmal gucken, wo wir irgendwie alles herstellen und hinterkriegen. Und so weiter und so fort. Jetzt geht's erstmal so schottisch, ne? Also, wir fangen beim ersten Teil an, wenn wir da was haben. Leg mal da los, ne? Also, pass auf. Das Erste, was wir machen wollten, ist die Karte spielen. Und zwar haben wir hier die Karte, die Schatzkarte. Was bewirkt sie? Spielen Sie diese Karte, um Chance, Essenzen zu finden, zu erhöhen. Brauchen wir nicht. Hier haben wir die Scharfschützenkarte. Hier haben wir die Treibhauskarte. Das ist, wenn wir die Pflanzen brauchen. Warte mal. Spielen Sie diese Karte, um den Erzertrag zu erhöhen? Nee, ich will irgendwie was mit Tiefen. Maximale Gesundheit, die Siedlerkarte, Ertrag von Baumaterialien, Minenkarte, kann die Minenkarte, Steinprodukte zu reduzieren, okay, Kampfwerkstatt, leichte Schleierkarte, was kann die? Spielen Sie diese Karte, um Werkzeuge herzustellen, die mehr Schaden anrichten, gleichzeitig wird Ihr Ertrag reduziert. Die spielen wir. Die spielen wir, die ist gut. So Leute, weil wir müssen jetzt einiges herstellen. Wir bauen Waren und Schaffen.
heute ein Schaft. Wo werden wir denn ein Schaft? Der geschnitztes Holz. Aufwertungsbank. Den Schaft. Was brauchen wir hier? Gemeißelter Stein und Bauholz und Stein ist drin. Gemeißelter Stein. Einfacher Sägetisch. Stab. Wiedergewonnenes Holz. Papierstab. Hier brauchen wir Schaft. Schaft. Stellen wir hier an irgendwas einen Schaft her? Nein. Das kann ich mir fast gar nicht vorstellen. So, woher kriegen wir jetzt einen Schaft, Leute? Ich habe so das ganz dumme Gefühl. Gemeißelter Stein. Okay, pass auf. Wir brauchen wie viel gemeißelten Stein? 4. Dafür brauchen wir Steine. Okay, dann fangen wir jetzt mal mit der ganzen Geschichte hier an. Ne? Also wir gehen hier dran. Brauchen gemeißelten Stein. Und zwar brauchen wir 4 Stück. Zack. Das läuft. Amber. Das erste ist abgeschlossen. Ja, und die Handwerkskosten sind auch eher billiger. Wo waren das hier, ne? Und dann brauchen wir Bauholz und das haben wir ja. 3 Stück Bauholz. Die nehmen wir uns raus. Genau 3. Bestätigen. Und dann packen wir den ganzen Kram nämlich da schon mal rein. Und dann haben wir die neue Mörserstation errichtet. Aber die Frage ist jetzt wegen dem Schaft. Jetzt bauen wir uns noch mal kurz hier den Schmelzofen. Stein und Stein, 4 und 6. 4 davon. Ja. Und von denen hier 6. So, sehr gut. Dann haben wir den fertig. Dann können wir jetzt mal gucken, ob wir hier Schafte herstellen oder so. Ein Schaft, siehst du? Pass auf. Dafür brauchen wir einen Barren. Wir brauchen wie viel Schäfte? Geschäfte. Winge, geschmiedetes Holz, das kriegt man später. Schaft 3. Da brauchen wir nicht. 3. 7. 7 mal Schaft. Und wir brauchen für einen Schaft einen Barren. Das heißt, wir brauchen 7 Barren. So, 7 Barren haben wir auch da. Hey, wir haben, das ist so gut, dass wir jetzt so mittlerweile so ein bisschen was gefarmt haben. Das ist schon ganz geil. Ich würde mal sagen, dass du mir wenigstens die 18 Erze gibst, damit ich hier auch gleich nochmal loslegen kann. Also pass auf, ich würde gerne... Was war los? Wow. Hä? Ne, warte mal, ich hab hier, ne? So, das läuft. 7-mal läuft. Also er zieht es automatisch hier raus. Dann brauchen wir da hier gar nicht anfangen rumzueiern. Ne, das war falsch. Wenn er das so einfach hier rauszieht, dann brauchen wir auch gar nichts mehr in die Hand zu nehmen. So, pass auf. Mach ich jetzt mein Zeug hier. 4 Stück. So, die kommen hier rein. Und damit ist sie fertig. Sehr, sehr nice. Hirse, Mehl, Salz, Gewürze. Farbe, Samen, Pigment. Wir gucken kurz hier rein. Alles klar, wir können das einreißen. Sehr, sehr cool. Wie ging das jetzt nochmal? X, ne? Und dann C einreißen. Okay, das ist super stark. Das ist echt gut, ey. Oder pack mal rüber. Pack mal rüber. So. Die Schäfte sind hier auch gleich fertig. So, das nächste, was wir jetzt dann als nächstes brauchen, ist Bauholz. Und zwar 2-mal Bauholz, geschnitztes Holz. Leute. Schaft. Und hier noch hier unten noch ein Schaft, ne? So, da brauchen wir Barren. 6 Barren.
Was macht denn der da draußen bei uns hier? So 6 Barren. Bestätigen und reinbauen. Und wir haben das fertig. Und hier kann man natürlich auch dann alles machen, was geht, ne? Hammerkopf, Knauf und so weiter und so fort. Sehr, sehr nice. Dann können wir jetzt hier sagen, dass wir uns hier trotzdem aber jetzt mal kurz die Barren durchknallen lassen. Einfach weil wir es können. So, wir brauchen jetzt hier geschnitztes Holz. Zwirn. Dreimal Zwirn. Geht, ne? So, dreimal Zwirn. Wo waren Zwirn? Haben wir dreimal Zwirn? Faden, Faden. Dreimal. 16 haben wir. Wir haben so gut vorbereitet, Leute. Das ist so geil. So, zack. Und jetzt brauchen wir geschnitztes Holz. Und geschnitztes Holz werden wir... Wo ist denn unser... geschnitztes Holz? Hier. Da kriegen wir kein geschnitztes Holz her. Boah, Leute. Jetzt frage ich mich gerade, wo wir das herkriegen. Geschnitztes Holz. Mechanische Zahnräder. Geschnitztes Holz. Okay, Metallspitzen 2 Stück. Machen wir die erstmal. Metallspitzen. Die 2. So, das läuft. Woran liegt's hier? Okay. Holz zieht er sich anscheinend nicht, aber wir haben genug Stöcke. Ja, das ist natürlich jetzt, ne? Jetzt müssen wir halt so ein bisschen dranbleiben hier an der ganzen Marie. Aber hey, kriegen wir schon hin. Und jetzt läuft die ganze Marie hier. Sehr gut. Passiert hier was? Ne, hier ist auch kein Holz drin. Ich kriege das an. Ja, der zieht sich auf jeden Fall nicht das Holz. Aber das ist natürlich auch jetzt wieder gut zu wissen, dass das so ist. Macht uns aber nichts, ne? Anzünden und gib ihm. So, das läuft auch. Bauholz 2 und Klinge 2. Also Bauholz 2 haben wir hier auf jeden Fall da. Dann haben wir heute erstmal unseren ganzen Materialkram hier oben drauf. Oh, die Bahn nehme ich raus. Das ganze Zeug hier wieder rein. Geschnitztes Holz. Ey, das ist jetzt so die Frage. Wo kriegen wir geschnitztes Holz her? Vor allen Dingen brauchen wir 4 Stück. Ich habe, glaube ich, geschnitztes irgendwas da. Aber keine 4. Ja doch, 4 Holz. Wir haben genau 4 geschnitzte Hölzer. Jetzt ist wichtig, was baut man als erstes? Wir haben den einfachen Sägetisch, aber wir haben nicht den erweiterten Sägetisch. Brauchen wir 3 und die Metallspitze und die mechanischen Zahnräder. Bin fast der Meinung, dass wir die Steinmetzbank nehmen. Wie sieht's hier aus? Geschnitztes Holz. Gerberstation. Haben wir den, den Sägetisch nicht, den besseren? Einfacher Sägetisch, den haben wir nicht, ne? Scheiße. Den hätten wir uns vielleicht noch holen sollen. Das können wir aber noch machen. Dann würde ich aber sagen, wir machen das so. Den anderen Rest geht mal da rein. Dann haben wir hier das hier. Die Spitze. Die kommt hier rein. Jetzt brauchen wir mechanische Zahnräder. Mechanische Zahnräder. Kriegen wir die hier raus? Ja. Und da brauchen wir 3 Stück. Warte mal. Haben wir noch mehr Waren? Nee. Dann machen wir erstmal die 2. Ja, hier läuft es auf jeden Fall.
So, die Barren laufen durch. Können wir hier nochmal rein? Barren, automatisch befüllen, 6 Stück und gewinnen. Einfach gleich wieder durchziehen, gar nicht lange warten. Wie lange dauert das hier? 16. Wow. Wir brauchen nochmal 2, ne? Okay, das haben wir jetzt auch. Dann machen wir die hier schon mal rein. Ach, einen hätten wir nur noch gebraucht, aber ist nicht schlimm. Geschnitztes Holz fehlt uns jetzt hier noch. Ansonsten sind wir hier durch. Dann brauchen wir noch Klinge und geschnitztes Holz nochmal. Müssen wir gleich mal gucken. Den einen haben wir. So, die ist auch fertig. Dann würde ich die jetzt kurz abbrechen. Was? Klinge. 2 Stück. 2-mal die Klinge und dafür fehlt uns Metallplatte. Junge, Junge, Junge. Metallplatte. Metallplatte fehlen uns. Warte mal. Klinge. Dafür fehlt uns. Für eine Klinge brauchen wir. Also wir brauchen 4 Metallplatten. Automatisch befüllen. Wir brauchen 4. Danke dir. So, wir gucken rein. Gemeißelter Stein. Koralle, Schindeln, Dunkelsiegel, Natursiegel, Schwarzpulver, Ziegel. Oh, wow, ey. Hier müssen wir auf jeden Fall, die müssen wir fertig kriegen. Dann werden wir jetzt zusehen, dass wir diesen einfachen Sägetisch noch ersetzt kriegen. Dann werden wir nochmal zurückgehen. Wie ich meine, dass wir unsere Rüstung aufwerten, weil die müssen wir aufwerten. Leute. Dann gehen wir jetzt nochmal zusammen zur Dings. Hier, die Gerberstation, die war auch fast fertig, ne? Lass ich aber soweit jetzt erst nochmal stehen. Wir gehen jetzt nochmal zurück zu dem, wenn wir das von hier aus machen. Ging hier nicht, ne? Ach, schade. Ich wäre jetzt gerne hier nochmal zu dem Portal gereist. Genau, wir haben aber noch was anderes, was wir bauen können. Das haben wir nämlich noch gar nicht gemacht. Überleben war das hier? Ne, Portal. Und zwar können wir unser primitives Portal ja selber bauen. Und dafür brauchen wir einfach nur Bauholz, Barren, Draht und synchronischer Leitzel. Das will ich verfolgen. Das wollen wir auch platzieren. Und wir ziehen uns das ganze Ding hier draußen, stellen wir uns das hin. So. Sieben Barren und 10 Bauholz. Vielleicht geht das ja dann auch von hier. So, 10 Bauholz. Sieben Barren. Dann das Rützel oder Lützel, wie das Ding heißt. Einmal. Da müssen wir, glaube ich, gar nicht mehr umherreisen. Eins brauche ich nur. Ja. So, und eins zurück. Na? Will nicht. Na, sag mal, was ist denn los? So, jetzt. Dann haben wir das unten. Es ist natürlich jetzt viel Rennerei, aber wir brauchen nur noch 3-mal Draht und ich glaube, den haben wir da. Ich bin der Meinung, wir haben den Draht da. Doch. Draht, Nickel, einmal. Okay, Leute, wir müssen noch einmal Draht herstellen. Noch 2-mal Draht. Draht, Draht, Draht. Und das Ganze automatisch befüllen mit den Waren. Und wir brauchen 2. Läuft durch. Sehr gut, das habe ich jetzt noch genommen hier. Die Metallplatte, stimmt. Sehr cool. Draht kommt rein. Ich glaube, dann können wir von hier aus losreisen. Dann werden wir morgen reisen, wenn das funktioniert. Wir müssen hier wieder Barren herstellen. Warte, ich mach das jetzt so. Kein Brennstoff mehr drin. Doch. Aber ein bisschen können wir noch reinpacken. So.
können wir, glaube ich, hier nochmal Barren anhitten. Ja. Oh, läuft durch. Sehr gut. Sehr, sehr cool. Die mache ich jetzt mal kurz hier mit rein. Sind zwar jetzt keine Barren per se, aber brauchen wir. Sorry, May. So, was läuft denn jetzt hier gerade durch? Nichts weiter, ne? Die zwei Draht haben wir. Dann haben wir das Portal, Leute. Weltenmaschine öffnet, für weitere Optionen gedrückt halten. Ja, Leute, es geht. Es geht von hier auch. Jetzt müssen wir das alles nochmal bauen. Bald. Und das andere Ding. Aber dann können wir von hier loslegen. Können wir von hier loslegen? Wir brauchen einmal die Waldkarte. Und wir brauchen einmal die Versorgerkarte. Und dann läuft das ganze Ding hier nämlich durch. Guck dir das mal an hier. Dann haben wir das schon. Dann packen wir das hier rein. Zack und zack. Und dann sind wir da. Geil. Ihr Lieben. Morgen geht's von hier direkt rüber. Wir gehen einkaufen nochmal. Und dann reisen wir gleich wieder nach Hause. Ja? Ich denke mal, das werden wir genau so anstellen. Die 8. Ich wollte noch was essen, kurz. Absolut toll. Ich freue mich auf morgen. Ich hoffe, ihr euch auch. Bis morgen.